Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, eine weitere Folge von Schauen wir mal Fallout 4 für die PS4. Ja, wir sind bei Folge 5 angelangt. Hallo Dogmeat. Und in Folge 4 ist ja katastrophal abgelaufen. Wieder mal epische Bosskämpfe geliefert mit Bleefliegen und was weiß ich was noch alles. Aber nicht wirklich weitergekommen. Überhaupt auch die eine Gälse, die Riesengälse von wegen, die mich da ein bisschen, ich sag jetzt mal, verarscht hat. Und da herumgeflogen ist und sich dann immer wieder zurückgezogen hat. Und ja, katastrophal. Gut, Hilfsmittel, ich schau mal kurz rein. Ja, fressen wir kurz was. Und was ich auf jeden Fall auch noch schauen will, ist nämlich munitionstechnisch. Ah, wir haben ganze 4 Schuss davon. Okay, also selbst wenn wir da was finden würden, wäre es jetzt nicht so dolle. 45er Patronen, 108. Also wir haben extrem wenig Munition. Ich werde mal eins machen, weil wir sind jetzt in Concord mehr oder weniger angekommen oder unterwegs. Ja, Schrotflintmunition habe ich. Ich möchte nur ganz kurz rauf zu der einen Farm. Erstens mal so können wir es gleich einmal entdecken. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich zu viele Bösewichte da aufscheuche. Auf dem Weg dahin. Genau, da ist sie. Ja. Aber da war ja irgendwo noch der Wasserturm. Wo ist denn der Wasserturm hinkommen? Sicher jetzt gar nicht. Ich möchte es eigentlich noch nicht unbedingt mit den Maxeln da drinnen quatschen. Das hebe ich mal für ein anderes Mal auf. So, wir dann jetzt einmal nur kurz. Haben wir die schon entdeckt oder nicht? Jetzt haben wir es entdeckt. Okay. Da hinten möchte ich nämlich kurz in den Trailer, also in den Anhänger möchte ich kurz reinschauen, weil ich bilde mir ein, hier gibt es nämlich ein bisschen Munition. Normalerweise sollte man mit den Bewohnern hier quatschen, bevor wir das machen. Genau, ja, Besen nehmen wir auch mit. 38er, 45er. Okay, es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt gehabt habe. Chick. Super. So, den. Das Strohkissen wollte ich noch mitnehmen. Danke. Gut, das haben wir jetzt alles. Ich hätte mir nämlich gedacht, dass da noch irgendwie ein so Seesack oder was rumliegt mit einer Waffe drinnen. Weil ich hätte nämlich an sich gehofft, dass wir ein bisschen Munition hätten für. Also 308er Munition und dass wir ein Gewehr finden. Dass wir zumindest ein Gewehr haben, wenn wir ja, wenn wir jetzt doch in wie heißt der Gach? In Preston helfen, da in Concord, dass wir zumindest mal die Raider auf der Straße neutralisieren. Ich werde es trotzdem probieren, obwohl ich habe urwenig Munition, also es ist ja wirklich eine Katastrophe, wie bei mir in letzter Zeit wie ich mit der Munition umgehe in diesem schauen wir mal Projekt, sagen wir es einfach so wie es ist. Normalerweise sollte man von hinten anfangen. Ich könnte es auch noch so machen, weil es gibt ja in der Stadt Concord gibt es ja ein paar Häuser, wo man reingehen kann. Ich könnte überhaupt Concord jetzt einmal links liegen lassen, woanders hingehen und so schauen, dass ich da irgendwie Munition bekomme und ja, weiß jetzt nicht, halt eben, dass ich ein bisschen mein Charakter noch auflevel, bevor wir Concord angehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mal, ist ja wurscht. Wir kriegen eher ein bisschen Unterstützung durch den Preston. Und wir sollten ja dann auch ein bisschen Munition eben von den anderen, von den Raidern bekommen. Oder hat sich das Ganze schon in. Nein, hat sich nicht. Einmal ein bisschen schon hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und sorry, ich fange schon wieder an, von wegen, dass ich Sachen kurz anspreche und ich rede dann nicht weiter. Da war ein Raider. Genau.
so alles dann. Und vorn liegt ja auch noch dann die Lasermuskete. Aber beim letzten Mal sind wir ja schon in die Nähe gekommen von Concord halt eben, und da haben sie schon zum Schießen angefangen, und es ist ja auch gewesen, Dogmeat hat einen Feind entdeckt, ne? Aber dass da die komplette Schießerei schon wecker ist. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Werden wir dann machen. Oh, Six, wir kriegen auch noch gut. Erfahrung. Der Erfahrungspunkte. So. Die nehmen wir auch mit, weil die ist wirklich nicht schlecht. Ja, den werden wir kurz. Den werden wir ausrauben. Gut, aber wir gehen nicht rein. Was mich jetzt wundert, ist, dass es sind ein bisschen zu wenig Raider da unterwegs. Da ist eine Leiche. Den hat er halt eben zerstrahlt. Vorne haben wir einen gesehen gehabt. Aber viel mehr ist da noch nicht passiert. Da waren immer viel mehr. Oder habe ich das anders in Erinnerung, weil wenn wir dann eher die Hauptquest machen und dann raufgehen, siehst du, ich habe wieder mal nicht geschaut. Wann wir angefangen haben und wie weit wir sind, dann hast du das Ganze dann später, wo wieder Raider nachkommen. Und halt eben das, die Bestie aus der Tiefe. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist. Ja. Gut. Wir dann ein bisschen da ausräumen. Weil alles muss mitgenommen werden. Wir brauchen ja alles. Also. Zack, zack. Yeah. Gut, da ist nichts. Oben ist, glaube ich, auch nichts mehr. Und dann kommen wir ja nicht weiter. Ja, da ist nichts. Noch weiter rauf kommst du ja nicht. Da kommst du noch auf den Balkon. Was? Wo? Was denn? Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Also den Erste-Hilfe-Koffer, meinst du jetzt, oder was? Chat, okay, die Flasche lassen wir jetzt da mal liegen. Da ist noch eine Nuka-Cola drin, jawohl. Irgendwo da war doch ein... Dann ist der Erste-Hilfe-Koffer gewesen. Wurscht. Gut, gehen wir da noch rein. So, da ist zumindest einer, vielleicht habe ich den gemeint, ich weiß es selber nicht mehr. Da ist jetzt nichts, wenn wir da raufgehen. Das. Ein Repetiergewehr. Da haben wir wenigstens schon mal ein Gewehr. Superkleber. Brauchen wir. Und das ist ein Experte. War ja klar. Für den Experten. Was brauchen wir da? Level 7 brauchen wir. Nein, das wollten wir nicht. Experte meist. Ja, Level 7 müssen wir da haben, dass wir das kriegen. Und ich weiß, ich habe noch einen Punkt, aber es ist. Wie gesagt, ich tue mir das öfter, also es kommt öfters bei mir vor, dass ich mal Punkte aufhebe und die dann viel, viel später erst einsetze. Genau, da war noch was. Da war noch was. Da können wir runtergehen. Teilweise weiß ich gar nicht, was ich alles machen soll. Es gibt noch so viel zum Tun. Und so viel zum Fladern. Oder aufsammeln. Je nachdem. Teilweise gehören ja die Sachen keinem. So, du musst mir ein bisschen aushelfen, mein Freund. Einfach nur, dass wir alles fladern können, was da ist. Oder mitnehmen. Bevor es schlecht wird. So. Das. Ah, doch, der hat. Schraubenzieher in der Hand. Wie kann er nur? Dünger, jawohl.
Spießen. Pümpel, da kriegen wir wenigstens Holz draus und ich glaube Plastik bekommen wir da draus. So, hier mein Klebeband. Ja, 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 natürlich. Da was drin? Nein, natürlich nicht. Gut, da ist auch nichts. Nö. Ah! Die Unstoppables! Jawohl! Silverschraut, Grognack. Ich tippe mal auf Aquaman. Keine Ahnung, das soll wahrscheinlich die Frauenvariante des Magicians sein. Weil die ein bisschen wie die, ach Gott, die von DC Comics, nicht eben die Avengers, das war Marvel. Und DC Comics hat ja die anderen gehabt. Wie haben die auch geheißen? Ach Gott, wie haben die geheißen? Wo eben das Phantom war dort, der Magician war dort. Ich. Und noch ein paar andere. Ich wüsste jetzt nicht, wie die heißen. So, da ist nix. Nein, da ist nichts mehr. Gut, die Flasche lasse ich jetzt liegen, weil Glas kriege ich ja doch einiges zusammen mit der Zeit. Gut, dann waren wir hier drin. Ich glaube dauernd, dass da eine Waffe liegt, aber das ist nur ja, ein Gebüsch. Gehen wir mal in die Flüsterkneipe rein. Normalerweise müssten die Räumlichkeiten alle schon leer sein, aber ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf, deswegen sicherheitshalber zücken wir die Waffe. Ich glaube, das ist wirklich alles leer. Und aufpassen, dass wir ja nicht in irgendeine Sprengfalle reinrennen oder was. Ja, da geht es unter den Keller, genau. Da gibt es sehr viele Dosen. Kickball lasse ich mal liegen, weil Plastik und solche Sachen kriege ich eigentlich auch relativ schnell davon sehr viel zusammen und es wird auch zum Glück nicht so oft gebraucht für irgendwelche Bauten oder Umbauten von den Waffen, also Waffenmodifikationen oder sonst irgendwas. So, hier haben wir aber nichts mehr. Da ist noch eine Dose. Die Dosen, alle wichtig. Aluminiumdosen, auch sehr wichtig. So, Dose. Den Reifen können wir nichts anstellen. Dann was in dem Fass drinnen? Nein. Ich fasse zusammen. Gut, na, da ist nichts. Ich wundere, dass da nicht mehr ist im Keller. Aber gut. So, ja, da ist das. Mir aus die Plastikflasche nehmen wir. Plastikschüssel nehmen wir mit. Ah, sehr gut. Nein! Aber jetzt. Nein! Shit, in die andere Richtung. So. Das sollte jetzt gewesen sein. Cool. Alles wird mitgenommen. Gehört alles mir. Das ist die Musik, aber es hört sich an, als wenn da irgendwie ein Zombie herumschlürft. Oder halt eben ein Ghoul. Gibt es ja Zombies, gibt es ja in dem Spiel nicht, es gibt nur Ghule. So, ja, okay, gut, jetzt haben wir es erwischt, nehmen wir es auch mit. Die Bioflaschen. Eine Schaufel, ja. Ja. Nein. Was haben die da? Nix. Die haben auch nix. Knochen kriegen wir keine von denen. Jetzt gehen wir rauf. Ich weiß, es ist nicht. Ja, nicht die super Action gerade da. Aber gerade in Fallout, es kann nicht immer nur Action geben und es gibt auch ruhigere Abschnitte und überhaupt, wenn du sehr viel lootest und halt eben mitgehen lässt und sowas. Schrotflinte. So, da haben wir jetzt auch noch ein paar Sachen. Da haben wir wieder 10 mm. Gut, sonst ist da nichts. Dogmeat war hier schon drin. Gibt's gerade nichts. Da ist eine Lunchbox.
Ah ja, genau, da kommen immer Sachen raus. Mr. Gatzi-Modell. Hammer. Ja. Da gehen wir nicht raus, da kommen wir nur auf einen Balkon. So, weiter geht's. Ach ja, genau. Ah, Machete. Darf ich den Pümpel haben? Dankeschön. Und den Kopf nehmen wir natürlich mit. Der Rest ist ja nichts. Ne? Könnten wir das Wasser trinken? Würde ich aber nicht machen. Daytripper. Kabum. So, was liegt denn da? XL. Ein Messer. Grüner Scout. Militäruniform, schön. Ja, nehmen wir das lässige Outfit mit. Da haben wir noch das. Was ist das? Oh, 7 Meter. Ja, können wir auch gut brauchen. Das Silber. Zack, zack. Zum Lesen. Gut, das war das. Haben wir das fertig. War aber ja nicht das einzige Haus. Es gibt da noch ein paar andere Geschichten. Okay, wir sind auf 20 Minuten. Ich muss ja wieder die Zeit ein bisschen im Kopf behalten. Weil die Zeit so schnell verrinnt. Was ist Zeit? Ja, da ist schon wieder oben. Ekler. Gut, wir waren hier drinnen. Immerhin am Abend ist leiwander, weil du siehst, wo die Häuser sind halt eben, weil die sind beleuchtet, die Eingänge. Das ist, finde ich, irgendwie cool gemacht. Aber warte mal, das ist nicht beleuchtet. Da, das ist halt eben ein offenes Haus, ne? Das ist wieder ein bisschen was anderes. Ich frage mich gerade, ob wir hier irgendwas finden können, weil das weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig. Wahrscheinlich nichts. Ich bin trotzdem gewillt, dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Da ist nichts. Da ist absolut gar nichts. Da hupfen von Dackel zu Dackel. Da habe ich immer... Genau, das habe ich schon einmal gemacht, weil ich mir nämlich gedacht habe, von wegen, ja, hey, vielleicht haben... Ja, nicht irgendwo hängen bleiben. Vielleicht haben sie es irgendwie gemacht, wenn einer halt... Also, dass du irgendeinen versteckten Gegenstand dort oben findest. Aber nein, ist ja nichts. Wäre ja wahrscheinlich zu offensichtlich. Gut, das war jetzt nichts. Das wäre die Hintertür, da wo das kleine Kerzer leuchtet. Von wegen, wo wir gerade drinnen waren. So, hier hätten wir dann noch... Genau, ja... Powalski. Atombunker für kleines Geld. Ja. Bunsenstativ, na bitte. Ein Bunsenstativ. Gut, das war das. Da in dem Haus waren wir auch schon drinnen. Das letzte Mal. Ich glaube... Aber ich weiß nicht. Na. Naja, wurscht. Gut, dann gehen wir noch gar ins andere Haus rein. Und vielleicht sogar noch in den Keller. Das Arbeitshaus. Ah ja, genau, das ist ja das komplett zusammengefallene. Ich meine, sind alle zusammengefallen, aber das ist dieses hohe, wo es dann diese... Das ist keine Wendeltreppen, aber wo du diesen Stiegenaufgang hast. Genau, da ist nichts drinnen. Okay, da ist einmal... Oder das sollte mal nichts sein. Nein, da ist nichts. Genau. Das ist die andere Tür. Eimer und Besen. Dogmeat, hilf mir, ich kann mich nicht mehr bewegen. Dogmeat, bleib hier. Mal schauen, wie viel er noch zahlen kann. Der Dogmeat ist ein Trooper.
Billardkö, Kampfmesser, Macheten, Schlagring. Ja. Okay. Na, das finde ich, also das ist wirklich cool mit einem Gefährten herumgereihen. Wie gesagt, das, also jeder gilt als Packesel und das finde ich wirklich schön, dass dir das die Möglichkeit eben geben. So, gibt es hier irgendwas? Ich glaube nicht. An sich hätte man eh ganz raufgehen sollen und dann von oben runter arbeiten. Weil wir müssen eh runterhupfen. Ah! So, gehen wir gleich ganz rauf. Zack. Achso, da ist. Okay. Wobei, aufs Dach können wir auch kurz schauen. Machen wir das gleich. Es könnte ja sein, dass da oben doch noch was drum liegt. Und ich würde dann auf jeden Fall noch schauen wollen, wenn sich das alles ausgeht in dieser Folge, dass wir dann einmal kurz zurück nach Sanctuary alles halt eben vernichten oder auseinandernehmen, was wir haben. Ich werde ein bisschen heller drin. Und dann nochmal zurück nach Concord und dann möchte ich den Weg auf der Seite gehen. Na, da ist nichts. Dass wir mal runterkommen zur Trudy. Dass wir da wenigstens mal den ersten Händler finden. Oder zweiten, weil theoretisch, wir haben ja schon einen Händler gefunden. Das fand ich auch immer so arg. Die zwei Typen, die sich da gestritten haben, um was auch immer, wahrscheinlich den Inhalt von dem Safe. Und dass die dort gestorben sind, in dem Moment quasi. Irgendwie morbide oder makaber halt eben. Aber sie haben sich theoretisch auf ein Unentschieden entschieden. Also, oder einigen können. So, bisschen Munition wieder, wunderbar. Wir steigen gleich wieder mal. So, was hängt da? Also, Dogmeat hängt fest. Ja, das kann vorkommen. Hui. Genau, wir müssen dahin, dass wir da runterplumpsen. Tada! Babyrassel. Ja, nehmen wir auch mit. Psycho. Klang. Sorry, war jetzt nicht. Na, das sonst ist da nichts, gell? Hui, hui. Gut. So viel dazu. Die Kirchen haben wir auch noch. Und ich glaube, bei der Kirchen war ja auch wieder safe oder was, und da musst du auch wieder Experte haben, dass du dort überhaupt reinkommst. Wie gesagt, Lockpick, und also für mich waren immer die wichtigsten Sachen nach dem Aquaman oder Aquagirl halt eben, dass man keine Radioaktivität aufreißen, war dann immer Lockpick und halt eben Wissenschaft, also das Hacken. Das waren auch immer die Sachen, die musste ich unbedingt haben. So, das. Jetzt gehen wir runter noch in den Bürgerkeller oder wie der heißt. Wenn wir runterkommen. Aber Bürgerzugang, Entschuldigung. Da vergesse ich auch immer, was da unten ist. Ah, ich glaube, ich weiß schon, das sind die Abwasserkanäle, wo unten die Kakerlaken drinnen sind. Genau. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, trifft man dann normalerweise den ersten Veteranen. Eben eine Veteranenkakerlake. Oh, nein, nicht schon wieder die. Ach Gott. Was machen wir? Wie schaut es denn aus mit unseren Waffen? Wir haben da die Gehärtete, die macht 22. Also ihm haben wir jetzt die Schwere gegeben. Provisiertes Gewehr, die Lasermuskete macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Und so viel Schuss haben wir auch nicht.
Sorry. Von der haben wir fast nichts. Wir nehmen die Lasermuskete. Die können wir nur einmal aufladen. Mosi! So. Du wirst mich verarschen, jetzt geht der eine andere Richtung. Nein, nicht die! Ich weiß, ich hab sie eben. Hat ja super funktioniert wieder mal, ne? Ja, Dogmeat, ich weiß. Ich komme gleich. Ich komme gleich zu Hilfe. Was ist jetzt da? Da ist er. Ist das... Ich weiß nicht, haben sie das irgendwie geupdatet oder irgendwie sowas? Weil ich finde es das komisch, dass die jetzt auf einmal dauernd davonlaufen, wenn die... wenn die niedrig sind an der Lebensenergie oder weil die, diese eine Gelse, die Riesengelse, was wir da in der letzten Folge gehabt haben, die hat die Hälfte noch gehabt von ihrer Lebensenergie. Das war jetzt nicht wirklich. What the fuck was that? Das hat sich gerade wie Explosion angehört. Nein, es ist eine normale. Tackle! Haha. Birds. Kannst du es wagen zu leben? So, war noch eine? Okay, ja, das sind die Maulwurfsratten, aber dass die so arg sich anhören. Ja, wo wir auch noch aufpassen müssen. Wurscht. Also, dass es so passig ist, wenn die aus dem Boden schießen. Komisch, komisch. Geh bitte! Nein. So irgendwie, ne? Ja. Wie schön. Radaway! Don't lose your head. Don't lose your head. Ein Rettungsring. Konnte diese Maulwurfsratte nicht mehr retten. Gut, sind wir auf der unteren Seite. Was gibt's denn da? Nichts. Absolut nichts. Hier. Nichts, absolut nichts. Hallo Raider, ein Jatt. Und jetzt müssen wir diese Hüpfpassage da machen, dass wir irgendwie raufkommen. Ja, ich war da oben. Ja, jetzt da. Caps, Jet, Jet. Das
Ein Teddy! Da hinten ist auch was. Kreide und ein Fusionskern. Wir hatten den da lassen. Das kann's doch nicht sein. Gut, wir sind hier. Ah. Noch mehr Rohstoffe, Ressourcen, alles gehört, alles mir, alles mir. Und gehört mir oder helfen werde ich dir nicht. Ah, Tattoo. Perfekt. Gesichtstätowierung. Auch nicht schlecht. So. Wie viel haben wir? Okay, wir haben noch 40. Also ein bisschen mehr als 40 können wir noch da zahlen. Da waren wir ja jetzt überall, glaube ich. Ja, da oben. Gehen da wieder zurück. Genau. Zuckerbomben. Ein Löffelchen. Noch was, genau, ein Redaway, eine Tato, Tomako, sage ich immer dazu, ein Tomako, gut, Level Up, ja, ja, wissen wir, gut, da sind wir nicht hergekommen, sind wir von da hergekommen, doch, ich glaube, von da sind wir hergekommen, aber wir sind ja noch nicht fertig, da unten gibt es ja theoretisch, glaube ich, noch was zum Erkünden. Ja, da kommen wir nicht durch. Also von dort sind die Maulwurfsratten kommen, genau, ja. Fupp, fupp. Ich fürchte ja, es gibt noch einen weiteren Murloc. Murloc, keine Ahnung. Genau, da haben wir ja auch noch einen Durchbruch. Eine Lampe, sehr schön, da kriegen wir wieder Öl her. Da ist der Kopf vom kopflosen Reiter. Hat er schon vermisst. So, wir gehen hier rauf. Ah, Zement. Ist wohl Stammagach. Alles mitnehmen oder abstauben. Das wär's. So, warte mal kurz, Doc, mit. Kannst du noch was nehmen? Wäre cool, wenn ja. Aber du bist eh schon relativ voll. Ja. So, jetzt haben wir's. Gut, danke, Doc, mit. Ich sollte mehr trinken. Gut, ich sollte mehr Wasser trinken, nicht unbedingt jetzt so Kaffee. Aber dann will ich weniger husten vor der Kamera. Wenn ich quassel. So, da ist jetzt nichts. Ich hänge fest. Warum hänge ich fest? So. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Okay, da kommen wir jetzt nicht hin. Genau, das ist das, wo wir da hinkommen. Da liegt ja, glaube ich, da hinten liegt, glaube ich, eine Kuh. Ja, na, dann gehen wir da wieder rauf. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ah, ich weiß jetzt nur nicht, wo die andere Seite ist. Ist die andere Seite durchs Museum? Durchs Museum? Sind hier rausgekommen. Oder geht das nicht eh vielleicht unten bei der Kirche runter?
Ist wurscht, wir sind in der Nähe, deswegen schauen wir uns noch die Kirche an. Das sollte jetzt eh nicht so viel drinnen sein. Oben weiß ich, ist ein bisschen was. Das war der Dog mit, das war ich nicht. So, da können wir immer wieder reinschauen, aber da ist auch nicht, da ist jetzt gerade nichts. So, da schau her. Das ist schön. Molotov Cocktail nehmen wir auch gern mit. Tischventilator, Klemmbrett. Genau, Experte. Also, das habe ich doch noch im Kopf gehabt. So, da drüben ist irgendwo hin. Ist ja auch meistens so, dass einer von den Stegen hin ist. Genau, aber den haben sie halber repariert. Hier haben wir nichts. Und hier oben sehen wir einen abgestürzten Vertibird. Da. Da hat es ihn zerlegt. Aber hier am Dach ist nichts. Genau, dort müssen wir dann rüber. Für die Hauptquest. Aber das wisst ihr alle. Es ist so. Gut. Jetzt haben wir das hinter uns gebracht. Hui. Dachte ich, hätte was gesehen. Wie gesagt, das Museum halte ich mir noch für später. Das mache ich jetzt da gerade noch nicht. Es ist Nacht, Senorita. Kurz da, wo ist da irgendwas? Da ist nichts. Ja, ja, Level Up, wissen wir, wissen wir. Ja, da vorne hätten wir unseren Händler. Das ist ja das nächste von wegen, wenn ich mich jetzt da umdirndl, damit ich mehr Charisma habe. Nein, wir gehen zurück. Ich mache das jetzt nicht. Wir gehen einmal zurück und dann alles ausleeren, dann unser typisches Dingele machen. Eieiei, wir sind schon 40 Minuten. So, das wird jetzt wieder toll. Wo ist Doc mit? Da ist Doc mit. Da. Aufgepasst. Stehen bleiben. Okay, machen wir es anders. Beifuß. Komm her. Ruff. Danke. Ruff. So, ja, wir machen es mit. Das lassen wir bei ihm drinnen und wir nehmen so alles mit. Ich weiß, wir können alles nehmen mit dem mit der Viereck-Taste. Wären wir wahrscheinlich schneller. Aber ich finde es immer umständlich, weil dann nehme ich auch sein Halstuch mit und das muss ich ihm dann immer wieder geben. Außer sie haben. Warte mal kurz, haben sie das gefixt? Nein, das haben sie nicht gefixt. Aufgepasst! Ja, sag's ja. So, dann müssen wir wieder unten das Tarnmusterhalstuch. Zack, zack. So. Danke, Dogmeat. Ich bin überlastet. Und ja. Ich begebe mich hier wieder nach oben. Zack. Gut, schrotttechnisch, wir werden jetzt alles zerlegen, außer die Zigaretten, Zigarre, Vorkriegsgeld. Was kalt man sonst noch? Ich weiß es gar nicht mehr, was ich mir sonst immer noch gehalten habe, was ich immer verkauft habe. Dinger, glaube ich. Zigarettenschachteln habe ich immer noch behalten und so. Stangenzigaretten, die habe ich auch meistens verkauft, weil die halbwegs gutes Geld gebracht haben. Gut, Schädel und Sicherungen auf jeden Fall weg damit. Ja, Strohkissen, Superkleber definitiv. Und Zementsack. Ich werde so viel Zementsack-Dinger brauchen. Ja, das haben wir auch noch raus. Gut, das war das. Improvisierte Pistole, was da haben wir alle raus. Das kalten wir uns. Kalibriert. Ja, ich glaube, die Waffen werde ich mal alle behalten.
Und wenn es sein muss, werde ich die später alle auseinandernehmen. Cool. Die Raider-Rüstung. Ich glaube, ich werde mir die noch behalten. Schweißerbrille, ja, behalten wir uns auch. Gekochte Lederrüstung. Ich glaube, das werden wir uns fast alles behalten. Da Raider-Leder, das können wir raushauen. Eine Melone. Okay, zwei davon haben wir raus. Ein Gurtzeug. Kriegen wir wieder ein bisschen was rein. Ja, okay, das soll es gewesen sein. Hallo? Bitte in dem Universum bleiben. Klappert es jetzt, weil so viel Klumpert auf einem Haufen liegt. Und teilweise, so wie jetzt der Metalleimer, der kann sich ja selbstständig machen. Das ist auch manchmal das, wenn du Sachen fallen lässt, dass sie ineinander glitschen und dann bleiben sie zusammen. Ja, ja, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Und sonst so, ne? Da war, glaube ich, die Kreide, die werden wir dann nachher finden. Immer zuerst die Sachen, die man halt eben sieht, zerlegen. Und nachher dann auf die Suche gehen nach den ganzen Sachen, die unterm Beton sind. Oder unterm Asphalt von mir aus. Ganz, ganz, da war ein Messer. Ah, doch, ja. Schere. Gabel. Das ist die Kreide, oder? Aber auch von der Kreide kriegen wir Asbest. Bevor jemanden schwindelig wird, bitte wegschauen. So, okay, das haben wir jetzt einmal gemacht. Ach Gott. Ja, ich hab's gewusst, da liegt noch eine Schaufel. Und da hinten ein Besen. Ein Hexenfluggerät. So, jetzt haben wir alles. Wir werden. Hier haben wir jetzt noch die ganzen Flanellhemd. Das werde ich ver... Das werde ich wahrscheinlich alles zwischen den Folgen machen, dass ich da ein bisschen aussortiere. Was war das jetzt? Achso, das war die Milizuniform, genau. Das Palettenkleid wollte ich mal behalten. Rotes Halstuch, sauberer Anzug, Schutzhelm. Ja, dass ich mir einfach überlege, was behalte ich mal alles. Ich habe immer eine Mega-Sammlung von allen. Also so viel... Habe ich aber eh schon öfters gesagt und beziehungsweise derjenige, der mitgeschaut hat bei Fallout New Vegas, weiß das, dass ich auch im Spiel halt eben, ich sammle wie ein Berserker. Also es ist krank. Es ist krankhaftes Sammeln. Also gut, okay, den können wir weghauen, weil wir haben jetzt die Machete, den Schlagring haben wir auch weg. Schlagi hat wieder zugeloxt. Hier nehmen wir 4. Gut, wir haben die Gehärtete, die macht 22. Da hätte man die Schwere, die macht 19. Okay, dann haben wir die rein. Unsere automatische. Ist die kalibrierte? Nö. Genau, die automatische, die macht 10. Das Repetiergewehr, das wäre unser erstes Gewehr, was wir haben. Ja, das werden wir in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich machen, oder? Nee, ich. Das möchte ich mir auch noch anschauen. Leuchtvisier leicht. Gut, improvisiertes Gewehr. Ja, das brauchen wir eh nicht. Kalibriert brauchen wir dabei auch nicht. Ja, dann wir haben jetzt eh viel zu viel mit. Aber egal. So, dann müssen wir auch wieder reinhauen. Wobei wir eigentlich herum... Warte mal.
wir gehen ja runter zu einem Händler. Da sollte man eigentlich Sachen mitnehmen. Ja, das Bläflingfleisch, Kram, Kürbis, Queen of Scout, Hubblume, Jet, nehmen wir dafür mit. Knusprige Eichhörnchen, zack, zack, zack. Maulwurfsrattenfleisch. Die lassen wir auch da, das lassen wir da, das lassen wir da, das lassen wir da. Kakerlakenfleisch lassen wir auch da. Steampack, Süßkuchen, Tato, Wein. Süßkuchen können wir mitnehmen. Zuckerbombe. Ja, die wird man verkaufen, wenn. Zack, zack, Kram. Fancy Lady, Fleisch mit Bohnen. Das lassen wir. Hundefutter, Instant Püree, Kaugummi. Salisbury Steak, die Eier, das. Was haben wir sonst noch? Nein, eigentlich eh nichts. Für den Rest nehmen wir jetzt so einfach mal mit. Wenn wir was zum Verkaufen haben, haben wir es zum Verkaufen. Genau. Okay. Ja, wir schauen ein bisschen besser aus mit dem Ganzen. Ach Gott, wir haben 3 Schweißerbrillen. Für was haben wir 3 Schweißerbrillen mit? Jetzt? Ich weiß, das macht jetzt auch nicht mehr das Kraut fertig, aber ja. So, jetzt haben wir das. Wir werden uns nicht schlafen legen, weil es bringt gerade nichts. Geh noch ins Ding rein. Ich sehe das so schlecht, aber ich glaube, wir sind auf 50 Minuten. Ah ja, die Protektrons. Wir haben noch keinen Protektron gesehen. Und das fand ich eine echt coole Idee, dass die verschiedenen Varianten gemacht haben, von der Feuerwehr, Polizei, Rettung. Das fand ich echt cool, überhaupt mit den ganzen verschiedenen Lackierungen und so. Ja, wir sind jetzt da oben. Warte mal, da ist er. Da waren wir aber schon, oder? Ja, na sicher waren wir da schon. Das fällt mir ein. So, ich möchte... möchte ich noch irgendwas... Genau, da wollte ich auch noch hinschauen. War das hier? Na. Das war nicht da. Okay, den Kickball lassen wir liegen, den brauchen wir eh nicht. Ja, da waren wir eh schon drinnen. Okay, kurzes Verschnaufen. Ah ja, ich wollte die. Ach Gott, die Werkzeugbank wollte ich ja benutzen. wegen an quer. Wieso sagt hier nichts? Ah, weh. So, okay, also wir werden gleich das Kleidchen anziehen, damit wir wenigstens ein bisschen Boost haben bezüglich Charisma. Und ich werde auch laden, ich werde auch speichern. Weil für den Fall der Fälle halt eben, dass wir das Ganze nicht schaffen sollten mit dem Gequassel, dann werden wir ja einen kleinen Kampf haben mit der einen oder mit der anderen Fraktion, die sich da unten befindet. Ich glaube, die eine ist jetzt auch nicht mehr da, oder? Doch, sie ist noch da. Dann können wir hier auch gleich noch ein bisschen miteinander verhandeln. Eis dann. Wir ziehen das da an. Irgendwie haben wir irgendwas mit Charisma. Stärke ist dafür weniger. Oh, ja. Das ist das erste Mal, dass ich Daytripper benutzt habe. Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Ich würde gern drohen, mach's aber. Ich spiele die Vasquez. Ich suche nur nach der Liebe, Süße. Mädchen, da bist du hier am falschen Ort. Meine Tage der Liebe sind längst vorbei. Ich sag dir was, Süße. Du hast ein altes Mädchen immerhin zum Lachen gebracht. Wenn du handeln willst, bekommst du einen Rabatt. Cool. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. So, was hat's denn? Ja, 275. Revolver, wir haben für... Ja, so viel haben wir da jetzt auch nicht. Maschinenpistole, na klar. Planke, abgenutzte Filzhose, Lederrüstung. Aber meine Lederrüstung, welche
Der linke Arm, der fehlt uns. Normalerweise mache ich das nie, aber ich kaufe es jetzt wirklich. Ja, die Polizei-Sonnenbrille, die wollen wir auch haben. Was hast du denn da? Mais. Zum Anbauen wäre gar nicht mal so blöd. Das werden wir auch kaufen. Schmutziges Wasser nehme ich normalerweise auch immer mit, weil das können wir auch immer gut brauchen. Mutterbeeren. Ja. Gut, einen Flaschenkürbis kannst du kalten. Haarklammern auch. Ui, ja genau. Da wäre auch noch so einiges. Ich schaue nur, ob ich da irgendwelche Sachen, also ob sie irgendwelche Sachen hat, die ich wirklich gerne immer habe und die nicht zu viel kosten. Das da zum Beispiel. Wir haben die Ladung an viel später irgendwann einmal. Die Messing, die ist gar nicht mal. Na, die ist nicht teuer. Kupfer, Schneidebrett, die Schreibmaschine ist eigentlich auch immer sehr gut. Telefon sowieso wegen einem Kupfer. Tischventilator nehmen wir auch noch mit. Wecker, definitiv. Und der Zementsack. Weil wir brauchen so viel Zement. Also ich. Okay, also wir haben jetzt einiges gekauft, aber wir sind eigentlich noch gar nicht fertig, weil ich bei meiner Spielweise brauche ich extrem viel Munition. Deswegen würde ich mal sagen, wir verkaufen hier mal das da. Zigarette, Zigarre. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht. Blamco, Kram. Barfort. Wir finden noch genug davon, deswegen. Ja. Fancy Lady, Fleisch mit Bohnen. Dat, Instant Püree. Kartoffelchips, Kaugummi. Wo sind's denn? Salisbury Steak, Süßkuchen. Die Eier, Zuckerbombe. Nein, warte mal, abbrechen, was? Achso, okay, wegen die drei, ja, von mir aus darfst du da kalten. Wie schaut es denn waffentechnisch aus? Oder munitionstechnisch? Okay, 10mm brauchen wir unbedingt. Ich gehe mal wieder alles aus, wenn wir das kaufen. Okay, lassen wir es gut sein. So, jetzt haben wir das gemacht, aber wo ist sie? Müssen schnell. Doch, da ist es, da einer. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der. Okay, wir speichern. Erwahre, du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Hey, hey, immer mit der Ruhe, Plünderer. Das geht dich nichts an. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht mich das was an. Okay, okay, ganz ruhig. Wir nehmen die Waffen runter, ja? Tu nur nichts Unüberlegtes. Hiermit erkläre ich feierlich, die Welt kann mich mal am Arsch lecken. Hey, wir haben doch alle Probleme, oder? Ich versuche nur einzutreiben, was mir gehört. Hättest du Lust, uns zu helfen? Eine zusätzliche Knarre wäre nicht schlecht. Vielleicht kannst du aber auch Trudy zur Vernunft bringen. Wenn ich helfe, erwarte ich eine Bezahlung. Okay. Ich wollte dir 100 Kronkorken zahlen. Warum sagen wir nicht 125? Wer ist Trudy? Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy. Sie hat daraus einen. Haben Sie mal die Nase gebrochen? Ich verkaufe ihr Camps, sie gibt mir Kronkorken und Teile. Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde, habe ich ihm etwas Jet verkauft. Dann ein bisschen mehr. Dann noch viel mehr. Jetzt hat er Schulden. Jet? Was ist Jet? Mein Kassenschlager. Davon lernst du fliegen. Das macht dich schneller. Nimm vor einem Kampf mal ein Näschen. Patrick wollte wohl vom Rockzipfel seiner Mutter loskommen und ein harter Junge sein. Also hat er was gekauft. Und warum sollte man dann aufhören?
Also, ich habe dem Jungen viel Jet verkauft und erwarte, dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst. Mir scheint, als hätten sie das Jet nicht kaufen und du es ihnen nicht verkaufen sollen. Ja, klar. Hinterher ist man immer klüger. Hm. Also, hilfst du uns jetzt oder nicht? Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Sind immer alle hinter mir. Nie steht einer vor mir. So, wo ist Trudy? Ah, da ist sie. Hallo. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. Also, du schuldest ihnen Geld. Wenn du zahlst, ist alles vorbei. Alle ziehen ihrer Wege, niemand wird verletzt. Okay, ich zahle. Aber dieser Mistkerl verkauft meinem Jungen kein Jet mehr. Hörst du das, Wolfgang? Du kriegst dein verdammtes Geld, aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du meinem Sohn nochmal Camps verkaufst. Kein Problem, Trudy. Dein Sohn ist sowieso total pleite. Okay, Krise beendet. Wenn du handeln willst, komm zur Theke. Wir werden bezahlt und ich muss niemanden erschießen. Gut gemacht. Hier, soll ich dir meine Muntermacher zeigen? Klar. Zeig her. Ich schau's mir an. Kenne deine Grenzen. Aufbereitetes Wasser, das nenne ich Muntermacher, ja. Gummibonbons hat er. Ja, nein, er hätte ein paar Sachen. Ich könnte ihm eigentlich ein paar Sachen verkaufen, weil ich habe selber Jet. Ich verkaufe es ihm. Medex verkaufe ich ihm auch ein bisschen was. Psycho. Und jetzt kann er nichts mehr. Tschüss. So. Dann haben wir das auch noch wunderbarst über die Bühne gebracht. Es ist eh klar, das ist alles halt eben, das gilt als Stehlen, wenn es am Boden liegt, in der Nähe. Die darf ich wiederum nehmen. Und die Flasche. Ach du Flasche, du. Wie schaut's aus? Darf ich durch deine Mülltonnen durchgehen? Natürlich gehe ich da durch. So. Vielleicht sollte ich aber doch noch Gach zu ihr. Sollte ich doch noch Gach zu ihr zurückgehen. Solange die Daytripper wirken. Das kann ich alles. Scheiben! Jetzt haben sie aufgehört. Weil ich mir jetzt so viel Zeit gelassen habe. Wir haben wieder geöffnet. Mit etwas weniger Barem, dank dir. Willst Sorry. Du das wieder gut machen und was kaufen? Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist. Aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Ist schon wieder eine Stunde. Klar. Ich schau mal, was du hast. Das ist jeden einzelnen Kronkorken wert. Sagst du? General Chaos. Die Klinge habe ich mir noch nie gekauft. Aber ich finde es cool, dass es gibt. Weil ich immer irgendwelche stärkeren Sachen gehabt habe. Oh, ein Jagdgewehr. Oh, haben wollen. Ich werde mir es wahrscheinlich sogar kaufen. Einfach nur, dass ich es habe. Küstenwache. Genau, 66 Quarkises. Später kaufe ich dann sehr oft bei den Händlern irgendwelche Fleischsorten ein. Einfach nur, dass ich was daheim habe zum Aufleveln. So, da müssen wir auf jeden Fall nachschauen, was da gibt. Ja, Aluminiumdose, warum nicht? Das nehmen wir auch mit. Der biometrische wegen einem nuklearen Material. Da kriegen wir Säure raus. Nee. Ja, Alter, wie viel kostet der? Vergiss es. Nein, ist wurscht, wir haben das Geld. Der billige, also der günstige Wunderkleber ist eh viel geiler als der Superkleber, weil du kriegst 5 draus. Kochplatten, die sind auch immer super. Das nehmen wir auch noch. Das nehmen wir auch noch. Ich weiß, ich hau jetzt auf einmal urviel raus von meinem Geld, aber das sind so Sachen, die kaufe ich normalerweise immer, wenn ich bei einem Händler vorbeikomme. Weil da für 2 Kleber sollst du 47 zahlen. Das ist ein bisschen teuer. Die nehmen wir auch noch mit. Den Wecker natürlich und meine Zementsackeln. Die müssen dabei sein. So, was haben wir denn noch zu verkaufen? Wahrscheinlich eh nichts mehr, ne?
Die Daytripper kalte ich mal sogar. Hundefutter in der Dose. Da ist noch eine Dose. Noch ein Psycho zu verkaufen. Redex können wir auch ein bisschen was hergeben, weil so viel brauchen wir nicht und wir finden genug. Steampacks, das bleibt alles. XL ist ja auch ein Wahnsinn. Habe ich aber, glaube ich, auch noch nie wirklich großartig eingenommen. 3, 2, 5, 13, das können wir noch hergeben. Ja, verkaufen wir die Köterkeulen noch. Dass wir ein bisschen Geld wieder zurückkriegen. 6, die wollte ich auch noch aufsetzen. Schaut viel cooler aus. Als die Schweißerbrille, da haben wir jetzt nichts mehr. Ja, die ganzen Magazine werde ich natürlich nicht verkaufen. Ich möchte noch dieses Ding haben. Wir haben 28 Schuss. 28 Schuss. Das Jagdgewehr, das will ich haben. Wie viel verlangt ihr auch für einen Schuss? Wow, 7. Das passt schon. Okay, das soll es jetzt gewesen sein für diese Folge. Wir haben sehr viel geschafft. So viel haben wir jetzt auch nicht geschafft. Da hinten gibt es dann noch wieder... Es ist so viel zu erkunden. Da unten, überall. Ich werde auf jeden Fall noch gar umschalten, weil das, auf das werde ich vergessen das nächste Mal. Dass wir das da alles anziehen. So. Tada! Ja, schaut schon cooler aus irgendwie. Wobei, ich weiß nicht warum, dieses Mal schaut die Polizeisonnenbrille schon gedehnt aus. Ist das vielleicht bei den weiblichen Charakteren oder Charaktermodellen nicht so gescheit gelöst worden? Aber wurscht. Jo, das war jetzt der Folge 5 von, schauen wir mal, Fallout 4 für die PS4. Mir hat es wieder irrsinnig Spaß gemacht. Ich glaube kaum, dass ich heute noch zu einer... zu Folge 6 kommen. Ich glaube es nicht. Ich würde es mir zwar wünschen, aber ja, auch ein Sonntag geht einmal zu Ende. Und ich habe ja heute doch wieder einiges gemacht und noch ein bisschen was vor. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei dem Ganzen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht die ganze Zeit außerhalb von meiner Spurmaske. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Was hast du denn gefunden? Ja, was... Was hast du denn gefunden? Ich weiß, da unten ist irgendwo was. Genau, da ist was. Muss ich nochmal speichern. Ja. Und vielleicht... Also, ich wünsche euch nochmal einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleib geil. Tschüss. Baba.